Wunderschönen guten Abend hier heute beim 14. Internationalen Neckar Open in Leipzig. Herzlich willkommen, dass ihr alle gekommen seid. Und wenn wir richtig gezählt haben und alle Teilnehmer in unseren Listen drin sind, wir vermuten, es fehlen noch ein paar, stehen wir bei aktuell 714 Teilnehmern, was für uns mal wieder einen neuen Rekord bedeutet. Und dafür schon jetzt vielen Dank. Ja, ich darf Sie natürlich ganz herzlich hier heute in Leipzig im Namen bei allen unserer Sponsoren begrüßen. Ihr könnt es ja sehen, ganz zentral hier das Mercedes-Autohaus Bus Jesener, das große Einkaufszentrum für elektronische Geräte Technoland in Leipzig, der größte Exportmarkt in ganz Deutschland, und die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen aus dem größten Finanzverbund weltweit. Wir spielen in zwei großen Hallen, für allen, die noch nicht da waren, ab 81 im A oben bis zum letzten Quartier. Dann auf dieser Seite in grüner Farbe das B-Turnier und hier in der Mitte ganz zentral das C-Turnier. Herzliches Willkommen auch vom ausrichtenden Verein und natürlich auch, und da kann ich jetzt schon einen Dank sagen, vor allem von unseren Ausstattern und einen Dank an unsere Ausstatter. Sie sehen hier knapp 360 Bretter, alle mit elektronischen Uhren und Holzmaterial ausgestattet. Das sind Riesenvermögenswerte, die hier dastehen. Wir sind wirklich froh, dass uns die Chess Tigers aus Frankfurt, Bad Soden und der Helene von Chessware dieses ermöglicht haben. Und ich glaube, das hat schon mal einen großen Applaus verdient. Ein Wort zu den Regeln. Karenzzeit ist überall ein Thema. Ihr seid alle unsere Gäste, ihr habt alle viel Startgeld bezahlt und es kann immer mal schief laufen. Deswegen übernehmen wir die Regelung vom Württembergischen Schachverband. Wir haben eine Karenzzeit von 30 Minuten. Ein Wort zur Pressearbeit und zur Live-Übertragung. Wir werden auch in diesem Jahr dann der Firma Grenke Leasing AG, der börsennotierten Leasingkonzern, die Möglichkeit haben, Live-Übertragung zu machen. Das heißt, wir übertragen die ersten 8 Bretter live ins Internet. Hier sehen wir schon, neben mir steht die Georgius-Reis, der fürs Internet verschiedene Aufnahmen macht, wo wir dann im letzten Jahr Videos vom Turnier auf unserer Homepage sehen können. Herzlich willkommen auch an Ihnen. Okay, genug geredet. Wir wollen alle spielen. Die Paarungen hängen aus. Wir geben euch noch ein paar Minuten Zeit, weil ich gemütlich hinzusetzen, keinen Stress. Wir lassen noch mal ein bisschen Musik laufen und danach geht's los. Und wie gesagt, alle, die ein Problem haben, nachdem die Runde gestartet ist, werden wir unseren Schiedsrichter fischen und gehen in Ruhe drüber. Ich wünsche viel Spaß in den nächsten 5 Tagen und gleich auch. Vielen Dank.